Hier ist Erste Deutsche Fernseher mit der Tagesschau. Guten Abend alle miteinander. Genau heute vor 20 Jahren ist der legendäre Nachbarschaftsstreit zwischen den beiden verfeindeten Strümpfelbacher Egon Röckle und Hermann Meyer zu Ende gegangen. 28 Jahre lang war durch die Grenzanlage für die Hälfte der Bewohner der Rems-Murr-Metropole der Esbella-Markt nicht mehr erreichbar. Das Ereignis ist heute weltweit gefeiert worden. Zehntausende von ausgelassenen Strümpfelbecher auf der Mauer zwischen den befeindeten Grundstücken Röckle und Meyer. Lang ein unvorstellbares Bild. Was 1960 noch mit einem harmlosen Weidezaun zwischen den zwei befeindeten Nachbarsgrundstücken angefangen hat, ist schnell zu einer ausgewachsenen Grenzanlage geworden. 28 Jahre hat es gedauert, bis die befeindeten Nachbarn wieder zueinander gefunden haben. Also der Hermann ist gestern Abend mal mit einer Flasche Trollinger bei mir vorbeigekommen und hat mir erklärt, dass er es eigentlich damals gar nicht besser gemeint hat, wo er sein Auto aus Versehen vor meiner Einfahrt nachgeparkt hat. Keine 5 Minuten später haben die Strümpfelbecher die Grundstücksgrenze gleich gestürmt. Also jetzt mal in klare Worte, kann ich jetzt wieder beim Esbella drüber einkaufen gehen oder nicht? Das ist offen. Egon hat aufgemacht. Überschwängliche Emotionen damals in ganz Strümpfelbach. Mein Esbella! Der 20. Jahrestag von dem Ereignis ist weltweit gefeiert worden. In Paris mit einer Dia-Show vom Egon Röckle seine Panzersperre. In London haben Künstler ein Eismodell vom Hermann Meyer seiner Mauer bestellt. Und in Madrid hat man Poster vom Versöhnungskuss der beiden verfeindeten Nachbarn aufgehängt. Auch der ehemalige EU-Ratspräsident Nicolas Sarkozy hat gleich Stellung zu dieser Sache genommen. Das Tragische an dem Streit war ja in Wirklichkeit die Blockierung von dem Esbella-Markt, der Wursttheke gehabt und den Getränkemarkt und den Bäcker. Und der Bäcker, der hat auch eine gute Schneckennudler gehabt. Mit Zuckerguss. Microsoft hat gestern nach jahrelangen Protesten endlich eine schwäbische Version von seinem aktuellen Betriebssystem vorgestellt. Software-Riese Microsoft hat das jahrelange Flehen von Milliarden von Benutzern endlich erhört. Seit gestern ist Windows 7 in einer schwäbischen Version im Handel erhältlich. Natürlich ist die neue Software, von der die Vorgängerversionen nicht gerade dafür bekannt waren, dass sie eben taugt, sofort eingehende Tests von verschiedenen Fachleuten unterzogen werden. Die Ergebnisse werden allerdings gemischt interpretiert. Also insgesamt muss man sagen, dass Windows 7 Swabian Edition runde Sache geworden ist. Es sind allerdings noch Nachbesserungen angesagt, vor allem in der Übersetzung von manchen Funktionen. Mit dieser Meinung standen die Experten nicht allein da. In Internetforen kann man nachlesen, dass viele Benutzer Funktionen jetzt nicht mehr finden, weil sie einfach komisch übersetzt worden sind. Also dass man einen Befehl wie Papierkorb entleeren nicht versteht, das ist mir völlig klar, das muss auf Schwäbisch Kutteräumer lehren heißen. Und auch der Begriff Arbeitsplatz ist eine sehr unglückliche Übersetzungswahl, das muss auf Schwäbisch Geschäft heißen. Also wie man die einzelnen Begriffe jetzt übersetzt, da kann man darüber streiten, ob das jetzt Papierkorb heißt oder Kutteräumer oder Müllräumer. Viel wichtiger wäre mal ein Rezeptprogramm für Schneckennudeln mit Zuckerguss. Und jetzt live aus Berlin die Wettervorhersage für morgen, 1. Januar. Das für diese Jahreszeit typische Azorenhoch ist leider ausgeblieben. Deswegen hat uns eine Prise kühler Meeresluft von Norden getroffen. Und dieses Tief sorgt dafür, dass das Wetter auch weiterhin relativ bescheiden bleibt, wenn ich das mal so sagen darf. Die weitere Aussichten, es bleibt ein Seuch. Das war's von mir. Ich muss jetzt erst mal in den Getränkemarkt. Da ist der saure Sprudel heute im Sonderangebot. Ein Amerikaner mit Zuckerguss. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Hier ist Erste Deutsche Fernseher mit der Tagesschau.